Και η Ευρώπη δεν εκβιάζεται από κανέναν. Αποδείξαμε τη στιγμή της κρίσης ότι έχουμε τόσο τη βούληση όσο και την αποτελεσματικότητα να φυλάξουμε τα κοινά μας σύνορα. Εδώ πέρα βάζουμε τα θεμέλια για την επόμενη και για τη μεθεπόμενη μέρα. Και σε αυτήν την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα σας θέλουμε όλους συμμάχους, συνεπενδυτές, αρρωγούς σε αυτήν την κοινή προσπάθεια την οποία κάνουμε. Gerade jetzt auch die neue Regierung hat mutig Reformen für ein wachstumsfreundliches Umfeld angestoßen. Es braucht natürlich Zeit, bis diese Reformen im vollen Umfang wirken. Aber die Anstrengungen lohnen sich, denn laut Prognose der Europäischen Kommission könnte das Wirtschaftswachstum in Griechenland 2020 bei 2,4% liegen. Und damit deutlich über dem Durchschnitt des Euroraums. Wirtschaft würde heute sagen: Herzlich willkommen im Haus der griechisch-deutschen Freundschaft und Kooperation. Lange, lange Jahre haben wir davon geträumt, wegzukommen von dem Schlechtreden übereinander. Ich möchte Sie in Berlin herzlich willkommen heißen und mich für Ihre Teilnahme am deutsch-griechischen Wirtschaftsforum Vision and Investment Opportunities, die größte Wirtschaftsveranstaltung zwischen den beiden Ländern der letzten Jahrzehnte, bedanken. Wir brauchen ein bisschen neuen Schwung. Wir brauchen ein bisschen neuen Schwung und es gibt Projekte genügend. Wenn ich mir ansehe, dass die deutschen Unternehmen heute schon zu den wichtigsten ausländischen Investoren in Griechenland zählen, dass Deutschland für Griechenland der wichtigste Handelspartner ist und dass wir rund 8,1 Milliarden bilaterales Handelsvolumen haben. Aber das könnte mehr sein. Οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδος-Γερμανίας ουδέποτε έπαυσαν. Το αντίθετο. Η Γερμανία παρέμεινε ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Ελλάδα όλα τα χρόνια της κρίσης και μεγάλη χαρά, βλέποντας τα στοιχεία και του 2019, από το 2018 και ιδιαίτερα το 2019, οι μεταξύ μας οικονομικές σχέσεις ενισχύθηκαν πάρα πολύ εκατέρωθεν. Αυξήθηκαν τόσο αρκετά οι ελληνικές εξαγωγές στη Γερμανία, όσο και οι εξαγωγές στην Ελλάδα. Θεσμοθετήσαμε Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Audio Jungle.